In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du die Ableitung der Umkehrfunktion bildest. Als Formel ist die Ableitung der Umkehrfunktion, ich nenne die Umkehrfunktion jetzt mal f quer mit dem Balken oben drüber. Es gibt auch Leute, die nennen die f hoch minus 1, also nur, dass du weißt, f quer soll die Umkehrfunktion sein und f die normale Funktion. Dann ist die Ableitung der Umkehrfunktion, die kann man bilden, indem man 1 durch und jetzt rechnet man die normale Ableitung und setzt in die normale Ableitung die Umkehrfunktion ein. Das ist die Formel, wie man die Ableitung der Umkehrfunktion bildet. Und das möchten wir jetzt anhand eines Beispiels machen. Und zwar wollen wir die Ableitung der Funktion Wurzel aus x finden. Wenn man die jetzt nicht schon kennt, würden wir diese gerne herleiten. Und da wir die Ableitung der Wurzelfunktion wissen wollen, ist das jetzt schon unsere Umkehrfunktion. Also die Umkehrfunktion setzen wir dann als Wurzel von x. Dann ist die Ursprungsfunktion ja die Umkehrung dieser Wurzelfunktion. Das ist ja x². Und für unsere Formel brauchen wir noch die Ableitung von f, also f' von x. Das ist dann x² abgeleitet, also 2x. So, jetzt haben wir alles, um unsere Umkehrfunktion hier abzuleiten. Also die Ableitung der Umkehrfunktion erhält man dann folgendermaßen. 1 durch f' von der Umkehrfunktion. F' ist 2x und in dieses x muss ich jetzt die Umkehrfunktion einsetzen, also f quer, also 2 mal. Und jetzt setze ich für das x einfach den Ausdruck meiner Umkehrfunktion ein, also Wurzel x. Und das ist schon die Ableitung. Ein weiteres kleines Beispiel, damit es noch klarer wird: Wenn wir jetzt den ln ableiten wollen, dann setzen wir unsere Umkehrfunktion als ln von x. Die Umkehrfunktion vom ln, also wäre dann unser ganz normales f, das ist ja e hoch x. Und wir brauchen noch f' für unsere Formel. E hoch x abgeleitet ist nochmal e hoch x. Wenn wir jetzt die Ableitung von dieser Umkehrfunktion berechnen wollen, also den ln ableiten möchten, dann machen wir 1 durch f' e hoch x. Und für das x in dem f' setzen wir jetzt die Umkehrfunktion f quer ein. Also e hoch und für das x jetzt die Umkehrfunktion ln von x eingesetzt, e hoch ln von x. E und hoch ln, die heben sich auf und es bleibt nur noch das x unten stehen. Also der ln abgeleitet ist 1 durch x. So lässt sich die Ableitung finden bzw. diese Formel anwenden, wenn man die Umkehrfunktion jeweils von den beiden kennt oder von dem, was man ableiten möchte, kann man die Ableitung der Umkehrfunktion auf die ursprüngliche Funktion, also die Umkehrfunktion, anwenden.